Interessanterweise ist diese Verengung des Diskurses der freien Debatte auch und besonders im akademischen Milieu zu beobachten. Es gab kürzlich eine Studie, die festgestellt hat, dass linke, urbane Akademiker, also Studierte in den Städten wohnen, besonders intolerant gegenüber anderen Meinungen seien. Und das Vorurteil vorher war, dass eher die tumbe Landbevölkerung ist, die intolerant sei, eher die Ungebildeten, wenn man das so sagen darf. Es ist das Gegenteil herausgekommen. Wie deuten Sie diesen Befund? Den kann ich nur nachvollziehen. Also es ist ja nicht ganz neu, dass die Linke, die ja dieses ganze Cancel-Culture-Thema zu verantworten hat, seit Gramsci in die Institutionen hineingewandert ist. Und das bedeutet eben, die Künstler verführen, die Universitäten mehr oder weniger unterwandern und dann letztendlich einen falschen Konsens etablieren und alles, was abseitig ist, neben diesem Konsens zur Ketzerei zu erklären. Und das ist vorsintflutlich, das ist mittelalterlich, und wir sehen, oder sagen wir mal, als normaler Zuschauer kann man sehen, dass diese Form der akademischen, sagen wir mal, Machtergreifung, die da stattgefunden hat, insgesamt zu Katastrophen führt. Ne? Also Deutschland ist da ein gutes Beispiel, da funktioniert ja gar nichts mehr. Ne? Also man kann ja keinen Zug betreten, ohne dass man weiß, man erwischt den Nachfolgenden nicht mehr. Wärmepumpenchaos, Deindustrialisierung ist ein Land, was sich eigentlich an die Wand fährt, auch fahren lässt, muss man sagen. Ja, also bisher sehe ich da recht wenig wirklichen Widerstand dagegen. Und scheinbar ist das Schicksal, was jetzt Deutschland erwartet. Und da muss man einfach sagen, okay, wenn man es nicht davor versteht und nachvollzieht, dann muss man erst die bittere Erfahrung machen. Und so weh es einem auch tut, scheinbar ist das der Weg, den Deutschland, aber auch viele andere Länder gehen muss und noch gehen wird. Ja.